Servus Freunde, ich bin's wieder, euer Maichon Games und herzlich willkommen hier wieder zu den Nintendo News bei Street Pass Germany. Diese Woche gibt es wieder einiges zum Thema Nintendo Switch. Es wird in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht wegzudenken sein und deswegen los geht's. Ein Übersichtstrailer und Pressemitteilung zu Mario Kart 8 Deluxe wurde veröffentlicht. Dort erfahren wir alles über die Neuerungen des Spiels auf der Nintendo Switch. Neue Charaktere sind zum Beispiel König Buhu, Knochentrocken, Bowser Jr., Gold Mario, Inkling Junge und Inkling Mädchen. Zum Schlachtmodus heißt es übrigens, dass es verschiedene Spielmodi geben wird, und zwar Bob-Omb-Wurf, Ballonschlacht, Insignien-Diebstahl, welches man von Mario Kart Double Dash kennt, und Fans von der Wii-Variante können sich auf Münzenjäger freuen. Außerdem gibt es einen neuen Modus, und zwar Räuber und Gendarm. Seit dieser Woche gibt es für Yo-Kai Watch 2 eine Demo, damit ihr das Spiel vor dem 7. April, wenn es endlich bei uns erscheint, nochmal testen könnt. Dazu gibt es dann sogar noch ein Home-Menü-Design für euch. Am 18. März erscheint in Japan Monster Hunter Double Cross. Und was bei Monster Hunter natürlich nicht fehlen darf, sind die Kollaborationen mit verschiedenen anderen Spielen. In diesem Fall würde es The Legend of Zelda Breath of the Wild sein. So könnt ihr bei Monster Hunter Double Cross aussehen wie Link in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Passend dazu gibt es natürlich den antiken Bogen samt seiner blau leuchtenden antiken Pfeile. Die Felinen bekommen einen neuen Look, und zwar sehen diese aus wie die Crocs. Und des Weiteren wird es spezielle Event-Quests im Spiel geben. Der Launch-Titel The Binding of Isaac wurde wegen Problemen erstmal verschoben. Nun ist jedoch bekannt, dass es ab dem 17. März verfügbar sein wird. Rime sollte ursprünglich im Mai zusammen auf allen Plattformen erscheinen. Nun kam aber eine Pressemitteilung, in der steht, dass Rime erst im Sommer auf Nintendo Switch erscheinen soll und dann auch noch 5 Euro teurer als auf den anderen Plattformen. Mal abwarten. Noch ist die Anzahl der Spiele ja überschaubar, aber wenn ihr mehr als 12 Spiele auf der Nintendo Switch gespielt habt, dann schaltet ihr einen All-Software-Button frei. Wir haben da übrigens mal ein Video für euch gemacht, mit dem ihr den versteckten Nintendo Switch Webbrowser auf der Nintendo Switch, logischerweise, aufrufen könnt und dort sogar Videos schauen könnt. Leider ist die Methode etwas umständlich, warten wir dann doch lieber auf einen richtigen. Im Nintendo Switch Pro Controller ist eine versteckte Botschaft. Mit Hilfe einer Taschenlampe könnt ihr oberhalb des rechten Analogsticks den Schriftzug Thanks to all Game Fans erkennen. Letzte Woche haben wir ja berichtet, dass der bittere Geschmack der Cartridges dazu ist, um Kinder davor zu bewahren, diese zu verschlucken. Das hat sich dann aber eher zu einem Anlecktrend entwickelt. Bilder diese Woche zeigen aber, dass Hunde das wohl überhaupt nicht stört, die kauen gemütlich darauf rum. Auch wenn es noch keine Nintendo Switch Belohnungen gibt, könnt ihr unter Belohnungen für Smartgeräte, PCs, jetzt auch Hintergrundbilder für Handy oder PC finden. Kostenpunkt sind jeweils 50 Platinpunkte. So Freunde, das war's mit den Nintendo News der vergangenen Woche. Wir sehen uns nächste Woche natürlich wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, und haut rein und bis zum nächsten Mal.